Herr Salchner, am kommenden Donnerstag findet ja eine Veranstaltung zum Thema Klimawandel statt. Können Sie uns da genaueres erklären? Ja, die bekannte österreichische Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb kommt zu uns nach Reute und hält einen Vortrag über das Thema Klimawandel, wird mit uns auch diskutieren über das, was man machen kann letztendlich in der Region. Ich freue mich schon sehr auf diese Veranstaltung. Leider ist sie aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht öffentlich, damit aber die Bevölkerung und die Zuseherinnen und Zuseher von RE1 auch in den Genuss dieses Vortrags kommen, wenn wir gemeinsam eine Sondersendung produzieren, die am 30. September um 18 Uhr auf RE1 ausgestrahlt wird. Herr Klotz, Klimawandel geht uns ja alle was an. Was kann jetzt jeder Bürger einzeln dafür tun? Das kann man mal vorweg schicken, dass ein Klimawandel nur dann bekämpft werden kann, wenn jeder Einzelne was tut. Und das können einmal die Regionen sein, wie es bei dieser Klima- und Energiemodellregion der Fall wäre. Es können die Gemeinden sein und eben die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Und bei den Bürgerinnen und Bürgern ist es so, dass es vor allem drei Handlungsfelder gibt. Das ist einmal Wärme, elektrische Energieversorgung und Mobilität. Und in diesen drei Dingen kann jeder Einzelne und jede Einzelne etwas dazu beitragen, damit wir weniger Treibhausgase ausstoßen und nachhaltiger leben. Also es sind eigentlich schon die Kleinigkeiten, die auch Großes bewirken können. Ausschließlich die Kleinigkeiten können eigentlich Großes bewirken, ja. Wir kommen zu unserem nächsten Beitrag. Leider steigen nach dem Sommer nun wieder die Covid-19-Zahlen rasant an. Immer wieder tauchen viele Fragen auf. Dr. Felix Wandke, Arzt im Allergiezentrum Floridsdorf, klärt uns über die Fragen auf, worauf Allergiker in Zeiten von Corona besonders achten sollten.